Die Bundesjustizministerin. Wir sehen es, Christine Lambrecht ist auch schon am Pult, wartet aber auch noch mal, bis Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ihr dann tatsächlich das Wort gibt. Und das ist genau jetzt passiert. Und jetzt spricht Christine Lambrecht, Etat-Bundesjustizministerin. Meine Damen und Herren, mit einem Volumen von 952 Millionen Euro ist der Haushalt für Justiz und Verbraucherschutz verhältnismäßig klein. Auf ihnen fallen nicht einmal 0,25% des gesamten Bundeshaushalts. Doch diese Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, mit welch wichtigen, relevanten Fragen wir uns mit diesen bescheidenen Mitteln dennoch beschäftigen und auch die Lösungen dafür bieten. Die Fragen liegen auf der Hand. Wie schützen wir unsere Demokratie vor Vergiftung und Hass? Wie sorgen wir dafür, dass unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen? Wie verwirklichen wir die Gleichstellung von Frauen und Männern? Wie erreichen wir, dass die ehrlichen Kaufleute nicht die Dummen sind? Und wie stellen wir sicher, dass niemand wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird? Das sind nur einige der drängenden Fragen, mit denen mein Ressort befasst ist. Und ich werde Ihnen zeigen, dass Haushaltsgeld, diese 952 Millionen im Geschäftsbereich, sind gut angelegt. Denn wir verfolgen eine zeitgemäße Rechtspolitik, meine Damen und Herren. Was tun wir konkret? Wir haben den Kampf gegen Hass im Netz aufgenommen. Der freie Meinungsaustausch ist ein Lebensprinzip unserer Demokratie. Doch diese freie Meinungsäußerung, dieser Austausch wird bedroht. Bedroht von hemmungslosen Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken, bedroht von verbaler Gewalt, mit der Menschen mundtot gemacht werden sollen, und bedroht von Worten des Hasses, die im schlimmsten Fall zu Taten werden. Und gegen solche verbale Gewalt gehen wir entschlossen vor, meine Damen und Herren. Dadurch, dass wir die sozialen Netzwerke stärker in die Pflicht nehmen. Wir verpflichten sie nämlich in Zukunft, schwere Hassäußerungen an das Bundeskriminalamt zu melden. Und darüber hinaus stellen wir Hassäußerungen konsequenter und härter unter Strafen. Wer Beleidigungen öffentlich begeht, wer Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker verleumdet oder herabwürdigt, wer seine Mitmenschen bedroht oder Straftaten billigt, der wird künftig härter bestraft. Dieses Haus hat unser Gesetz im Juni mit großer Mehrheit beschlossen und auch der Bundesrat hat es gebilligt. Aber wie Sie wissen, ist danach eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ergangen, die Anpassungen erforderlich macht. Und diese Anpassungen werden wir sehr zügig vornehmen, denn wir sind es den Opfern von Hass und Hetze schuldig. Was tun wir noch, um das Leben der Menschen in unserem Land zu verbessern? Wir müssen unsere Kinder konsequenter schützen, ohne Wenn und Aber. Und dabei liegt das ganze Augenmerk auf dem Kampf gegen die sexualisierte Gewalt an Kindern. Diese widerlichen Taten fügen Kindern unermessliches Leid zu. Wir werden diese Gräueltaten deshalb strenger bestrafen als Verbrechen. Und auch den Besitz von Kinderpornografie werden wir künftig als Verbrechen bestrafen. Außerdem werden wir besondere Qualitätsanforderungen für Familienrichter und Verfahrensbeistände festlegen und so die Präventionsarbeit auch stärken. Und schließlich, wir werden den Verfolgungsdruck massiv erhöhen. Bereits im Januar haben wir den Verfolgungsbehörden neue Instrumente an die Hand gegeben. Ich sage nur unter dem Stichwort computergenerierte Bilder. Ist es den Ermittlern in Zukunft möglich, in Chatrooms, beispielsweise im Darknet, dort solche widerlichen Täter aufzuspüren und damit Kinder vor weiterem Missbrauch zu schützen? Ein ganz wichtiges Ermittlungsinstrument. Doch dabei werden wir es auch nicht belassen. Die Möglichkeiten zur Anordnung von Untersuchungshaft für solche Täter werden wir erweitern. Und wir werden den Ermittlern auch die Möglichkeit an die Hand geben, die Vorratsdatenspeicherung zu nutzen, soweit dies mit deutschem und europäischem Recht vereinbar ist, meine Damen und Herren. Den Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder duldet keinen Aufschub. Und deshalb werden wir auch schon unseren Gesetzentwurf alsbald in das parlamentarische Verfahren geben. Wir senden damit ein klares Signal. Kein Täter kann sich in diesem Land vor einer Entdeckung sicher fühlen, meine Damen und Herren.
Aber besserer Schutz von Kindern, auch das will ich an dieser Stelle klar sagen, darf sich auf den Kampf gegen sexuelle Gewalt freilich nicht beschränken. Die Belange der Kinder müssen umfassende Berücksichtigung finden. Deshalb reformieren wir das Kindschaftsrecht, deshalb passen wir das Familienrecht an die neuen Lebensbedingungen, Lebensrealitäten an und sichern Kinder besser ab. Und deshalb müssen auch Kinderrechte endlich im Grundgesetz aufgenommen werden, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsfraktionen den richtungsweisenden Beschluss gefasst, dieses Vorhaben anzugehen. Und ich weiß ja, dass ich den Kollegen Seehofer da ganz eng an meiner Seite habe. Herr Seehofer, ich habe einen sehr, sehr abgewogenen Vorschlag vorgelegt, der sowohl das Kindeswohl in den Blick nimmt, aber eben nicht das, was oftmals befürchtet wird, die Elternrechte beschneidet. Und deswegen kann ich nur sagen, in Richtung Herr Kollege Seehofer, aber auch an die Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU. Lassen Sie den Worten aus dem Koalitionsvertrag endlich Taten folgen. Das sind wir unseren Kindern schuldig, dass sie endlich im Grundgesetz verankert werden. Die Rechte. Aber meine Damen und Herren, nicht nur beim Schutz von Kindern ist in unserem Land noch manches zu tun. Auch in Sachen Gleichstellung brauchen wir konkrete Verbesserungen. Und auch das packen wir noch an in dieser Legislaturperiode. Noch immer sagen viele große Unternehmen, wir wollen keine Frau in unserem Vorstand. 70% haben bei der Abfrage erklärt, keine Frauen im Vorstand. Und ich sage Ihnen, das ist ein Schlag ins Gesicht der vielen hochqualifizierten Frauen in unserem Land. Und daran muss sich etwas ändern. Und deshalb brauchen wir endlich auch für die Vorstandsebene von Unternehmen eine verbindliche Quote, wie wir sie für Aufsichtsräte schon seit 4 Jahren haben. Eine Regelung für große börsennotierte Unternehmen, die vorschreibt, wenn der Vorstand aus mehr als 3 Personen besteht, muss mindestens eine Frau mit am Tisch sitzen. Ich denke, das ist im Jahr 2020 keineswegs zu viel verlangt. Und jetzt noch zu einem weiteren Thema. Unsere Gesellschaft, sie hat seit Beginn der Corona-Pandemie viel Solidarität und Charakter bewiesen. Und diesen Geist der Fairness und des Zusammenhangs gilt es zu bewahren. Und auch dazu leisten wir mit unseren Vorhaben einen Beitrag. Ich erwähne nur Sanierungs- und Insolvenzrecht. Dazu haben wir einen Vorschlag vorgelegt, die alle Belange in den Fokus rückt. Und außerdem verkürzen wir die Restschuldbefreiung für überschuldete Verbraucher und Unternehmer. Denn jeder und jede hat eine zweite Chance verdient, wenn er oder sie einmal in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen ist, meine Damen und Herren. Wir haben eine Mietpreisbremse stärker angezogen und die Belastung von Maklergebühren gesenkt, damit sich alle Menschen auch eine Wohnung leisten können, ein Zuhause. Und ich will an der Stelle ganz deutlich sagen, weil es war ja vorhin schon ausführliches Thema, das Umwandlungsverbot bzw. das Anheben von Hürden, dass ich eben nicht Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln kann, einfach so, wie ich das möchte. Das haben wir miteinander vereinbart. Und deswegen ist dieser Entwurf, wie er auf dem Tisch liegt, keineswegs ressortabgestimmt. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Seehofer, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bei dieser Umwandlung werden wir sehr wohl darauf drängen, dass das, was vereinbart wurde, auch umgesetzt wird. Meine Damen und Herren, wir haben ein Gesetz für faire Verbraucherverträge vorgelegt gegen telefonische Überrumpelung und Knebelverträge, etwa bei Handy oder bei Fitnessstudios. Denn in einer Gesellschaft, die solidarisch ist und zusammenhält, zieht man sich nicht einfach so über den Tisch. Und außerdem machen wir Schluss mit überhöhten Inkassogebühren, gefälschten Produktbewertungen und mit Abmahnmissbrauch. Und wir sorgen dafür, dass die Geldwäsche effektiv bekämpft wird. Und wenn wir von Wirtschaftskriminalität sprechen, dann kommen wir nicht umhin, auch das Thema Unternehmenssanktionen anzusprechen. Ein ganz wichtiges Thema, im Koalitionsvertrag ausbuchstabiert wie kaum ein anderes Thema. En Detail klar geregelt. Ich habe daraus einen Gesetzentwurf entwickelt. Er liegt auf dem Tisch. Und ich kann nur sagen, auch da wieder an die Kolleginnen und Kollegen von der Union und auch an die Kolleginnen aus dem Kabinett gerichtet, Pacta sunt servanda. Wir haben uns darauf verständigt, ich habe vorgelegt und jetzt müssen wir das auch beschließen. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Wer sich an Recht und Gesetz als Unternehmer hält, darf keinen Wettbewerbsnachteil haben gegen den anderen, die tricksen, täuschen und betrügen. Meine Damen und Herren, eine zeitgemäße Rechtspolitik, die Fairness und Solidarität fördert, die klare Grenzen zieht, wo es notwendig ist. Dafür steht mein Haus, dafür stehe ich.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christine Lambrecht, Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, zu ihrem Etat. Es gibt allerlei Baustellen, die sie derzeit zu bearbeiten hat, beispielsweise das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, das überarbeitet werden muss, obwohl es verabschiedet ist von Bundestag und Bundesrat. Und auch die Vorratsdatenspeicherung ist ein Thema zwischen SPD und Union. Erster Redner aus der Opposition ist Martin Hohmann aus der AfD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Justizministerium ist für die Prüfung und den rechtmäßigen Vollzug von Gesetzen zuständig. Insofern obliegt ihm ein Wächteramt. Auch gehen nicht wenige Gesetzesinitiativen vom Justizministerium aus. Wir haben eben aus dem Mund der Ministerin einige Ankündigungen in dieser Richtung erhalten. Auch meine Ausführungen gehen in diese Richtung. In der Corona-Krise haben sich unerwartet hochbrisante Fragen der Abwägung neu gestellt. Was ist das einzelne Leben wert? Es wurde entschieden, dass die potenzielle Gefährdung eines Lebens jeden volkswirtschaftlichen Schaden aufwiegt. Diese Beurteilung lässt eine andere Frage, die in der alltäglichen Praxis und im Gesetzesvollzug längst entschieden ist, in einem neuen Licht erscheinen. Ich meine die Frage des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch. Es wird Sie überraschen, dass sich ähnlich wie die Kräfte des linken Spektrums für eine Abschaffung dieser Vorschrift plädieren möchte, aber von einer anderen Perspektive her. Ich habe die Wunschvorstellung, den Traum, dass nach einem Prozess des Umdenkens und der Umerkennung ein neues Selbstverständnis sich einstellt, das den 218 überflüssig macht. Dieses Verständnis ist davon geprägt, in erster Linie die Chancen zu sehen, die in jedem jungen Leben angelegt sind. Im Johannesevangelium heißt es: Ich will, dass Sie das Leben haben und dass Sie es in Fülle haben. Von dieser Fülle darf man sich einen neuen Wolfgang Amadeus Mozart oder eine neue Mutter Therese erwarten. Diese Fülle beinhaltet auch eine optimistische Zukunftssicht. Ja, es liegt an uns. Ja, wir können eine Wende herbeiführen. Dabei kann die Überlegung helfen, dass wir das, was wir geschenkt bekommen haben, was wir in vollen Zügen genießen, das Leben, Menschen im Frühstadium nicht vorenthalten dürfen. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Jedem Leben steht von Anfang an die gleiche Chance zu. Dazu ist nötig im Elternhaus, in den Schulen und im gesamten öffentlichen Leben die Empathie für das Leben in den Mittelpunkt zu stellen. Als Volk sind wir auch aufgefordert, unsere Probleme aus eigener Kraft zu lösen und nicht durch Abwerben von Menschen aus anderen Ländern oder Kontinenten. Nachhaltige, nächste Woche, denken Sie dran, nachhaltige Politik eben. Wenn wir auf diese Weise den Wert des ungeborenen Lebens neu entdecken und stärker als bisher staatliche Ressourcen für diese Zukunftsaufgabe bereitstellen, dann ist Optimismus angebracht. Meine Damen und Herren, ich lehne es prinzipiell ab, die eigene Familie, das persönliche Umfeld in die Politik, in die politische Arbeit mit hineinzuziehen. Heute möchte ich mit folgender abschließender Schilderung eine Ausnahme machen. Ich saß vor rund einem Jahr am frühen Abend zu Hause am Küchentisch und las. Ich höre, wie sich kleine Schritte von außen der Küchentür nähern. Langsam wird der Türgriff heruntergedrückt. Meine dreijährige Enkelin, sie wohnt mit ihrer Familie eine Etage höher, kommt herein. Ich wende mich ihr zu. Sie kommt heran, sie steht vor mir, wir sehen uns an. Sie legt ihre Hände und ihr Köpfchen auf meine Knie. Ich streichele über ihre Haare. Wir blicken uns erneut an,
Sie geht zur Tür, verlässt den Raum und schließt die Tür. Während dieser ganzen Szene fiel kein Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Begegnung erfüllt mich bis heute mit tiefer, kreatürlicher Dankbarkeit. Ich wünsche Ihnen allen ähnlich glückhafte, gesegnete Momente. Und ich möchte eine entsprechende Initiative der Neubesinnung anregen. Danke. Martin Hohmann, AfD-Fraktion, war übrigens auch schon mal für CDU-CSU im Deutschen Bundestag, ist allerdings 2004 aus der CDU Hessens ausgeschlossen worden im Zuge der sogenannten Hohmann-Affäre. Auslöser war eine als antisemitisch kritisierte Rede Hohmanns. Hier geht es weiter um den Etat Justiz und Verbraucherschutz. Und da ist Thorsten Frey der nächste Redner, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frau Ministerin hat es gesagt, wenn wir über den Justizhaushalt sprechen, dann steht das Geld im Grunde genommen nicht im Mittelpunkt, weil es der mit Abstand kleinste Etat ist, über den wir in dieser Haushaltswoche sprechen. Aber es geht um etwas ganz Entscheidendes. Es geht darum, über Gesetze, die Art und Weise, wie wir in unserem Land leben, wie wir Freiheit und Sicherheit gewährleisten, wie wir dafür die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und es war der frühere Bundespräsident und Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Roman Herzog, der einmal formuliert hat, dass die drei wesentlichen Aufgaben des modernen Verfassungsstaates, wie er sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat, zum einen die äußere Sicherheit, also die Landesverteidigung ist, zum zweiten die innere Sicherheit, der Frieden in der Gesellschaft und zum dritten die Gesellschaftsgestaltung, all das, was wir mit sozialer Sicherung und Daseinsvorsorge umschreiben können. Und damit wird vollkommen klar, dass die Aufgabe der Sicherung des inneren Friedens einer Gesellschaft zentral ist. Er ist Legitimationsbasis für den Staat. Er ist auch die Grundlage dafür, dass der Staat Akzeptanz gewinnen kann und damit wir so leben können, wie wir es tun. Und wenn man fragt, was sind dafür die Grundvoraussetzungen, dann ist die allererste und wichtigste das Gewaltmonopol und daraus fließend auch der Gewaltverzicht des Einzelnen. Eine funktionierende, eine ausgebaute Rechtsordnung, die Regeln und Leitplanken für ein gutes Leben setzen und ein funktionierendes Gerichtswesen. Und damit wird zentral beschrieben, dass das, worüber wir in diesem Einzelplan sprechen, konstitutiv ist für die Art, für die Qualität, wie wir in unserem Land leben. Und deswegen ist es nicht hoch genug einzuschätzen. Und wenn das Gewaltmonopol dabei im Mittelpunkt steht, dann ist es umso wichtiger und richtiger, dass der Staat nirgendwo eine Leerstelle lässt, dass nirgendwo dieses Gewaltmonopol ausgehöhlt werden kann. Und ich glaube, dass die Menschen keine übertriebenen Erwartungen haben. Sie haben nicht die Erwartung, dass eine bestens ausgebildete Polizei, ausgestattete Justiz Verbrechen vollständig verhindern kann. Aber es gibt die klare Erwartung und berechtigte Erwartung, dass wir alles dafür tun, dass wir in möglichst großer Sicherheit in unserem Land leben können. Und ich will das an drei Beispielen dokumentieren. Das erste ist die Frage, wie wir unsere Kinder schützen. Frau Ministerin, Sie sind eingegangen auf den Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben zu Beginn dieses Sommers im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Kinderpornografie. Und ich habe das an dieser Stelle schon einmal gesagt, dass das natürlich auch ein Prüfstein dafür ist, wie eine zivilisierte Gesellschaft es schafft, mit den Schwächsten, nämlich den Kindern, angemessen umzugehen und hinreichenden Schutz zu gewährleisten. Und ich will das offen sagen, das, was Sie vorgelegt haben, ist ein Quantensprung nach vorne. Wir haben das oft erlebt, egal ob das Staufen, ob das Lüchte, ob das Bergisch Gladbach war. Wir hatten immer Empörung und Entrüstung hier im Haus und auch in der öffentlichen Debatte. Und wir haben Trippelschritte nach vorne gemacht. Das ist jetzt erstmals anders. Und es ist zu Recht gesagt worden, dass eine Anpassung des Strafrahmens nicht nur etwas mit einer generalpräventiven Wirkung zu tun hat, sondern selbstverständlich auch zusätzliche Ermittlungsmöglichkeiten schafft, etwas über die Verjährungsdauer aussagt und vieles andere mehr. Und ich möchte einfach
bitten, dass wir auch im weiteren Gesetzgebungsprozess uns sehr genau anschauen, wo sind Punkte, wo wir im Zweifel noch mehr tun können. Und da sind wir in einem guten Gespräch und auch von einer gemeinsamen Zielsetzung in der Koalition geleitet, dass wir uns das ganz genau anschauen. Und da gibt es durchaus Punkte, mit denen wir nicht zufrieden sind. Beispielsweise, wenn jemand unter Bewährung steht und in dieser Bewährungszeit neue einschlägige Straftaten begeht, dann kann das nicht zu einer neuerlichen Bewährung führen, sondern dann muss die Freiheitsstrafe unmittelbar folgen. Das ist zwingend. Wir brauchen Instrumente wie beispielsweise die elektronische Fußfessel, die helfen kann, engmaschig Täter zu überwachen und damit auch für Sicherheit zu sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die sich wegen Kindesmissbrauchs oder Kinderpornografie strafbar gemacht haben, dass die zukünftig auch von Kindern ferngehalten werden. Und wenn wir uns die aktuelle Rechtslage anschauen, dass so eine einschlägige Bestrafung bereits nach 3 Jahren aus dem erweiterten Führungszeugnis gestrichen wird, dann ist es mit nichts, aber auch mit gar nichts zu rechtfertigen. Und dann ist es richtig, dass wir uns so etwas vornehmen und damit gewährleisten, dass so jemand auch dauerhaft nicht mehr in die Nähe von Kindern kommen kann und damit Kinder geschützt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein gutes Beispiel, wo es darum geht, deutlich zu machen, dass wir den Klärungs-, den Gestaltungs-, den Gewaltmonopolanspruch des Staates durchsetzen möchten. Und ich will ein weiteres Beispiel benennen, wo wir einfach auch mit zeitlicher, mit technischer Entwicklung Schritt halten müssen. Das ist der ganze Bereich des Cybercrime oder in unserem Fall dann auch die Entsprechung im Digitalstrafrecht. Die wesentlichen Vorschriften stammen aus dem Jahr 2006. Das Jahr 2006 ist ein Jahr, wo wir 3G als schnelles Internet bezeichnet haben, wo Facebook 2 Jahre alt war und Twitter gerade entwickelt wurde, auch das iPhone. Wir brauchen eine Anpassung in diesem Bereich. Und wenn wir uns die einschlägigen Vorschriften anschauen, egal ob das das Ausspähen von Daten ist, die Datenhehlerei, ob das die Sabotage, die Manipulation, das Hacking ist oder was auch immer, wir behandeln es als Bagatelldelikte und das ist nicht mehr angemessen. Wir sollten uns das ganz genau anschauen, wo müssen wir Strafrahmen anpassen, wo müssen wir Strafbarkeitslücken schließen, etwa wenn es um den digitalen Hausfriedensbruch als Auffangtatbestand geht. Und wir müssen auch schauen, wo wir Ermittlungsbefugnisse brauchen, wo wir die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen müssen, und zwar sowohl im repressiven Bereich wie im präventiven, dass Ermittlungsbehörden, dass aber auch Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsbehörden Schritt halten können und die Befugnisse, die sie in der analogen Welt haben, auch in die digitale übertragen werden können. Das halte ich für ganz entscheidend. Und ich will einen dritten Punkt ansprechen. Das ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Wir haben hier öfter schon über das Thema der Clankriminalität gesprochen, darüber, dass es Bestrebungen gibt, Paralleljustiz über Friedensrichter zu etablieren und anderes mehr. Da muss es das klare Ausrufezeichen des Staates geben, dass wir so etwas nicht akzeptieren. Hier gelten unsere Rechte, unsere Gesetze, und die setzen wir auch durch. Und es gilt auch im Bereich der organisierten Kriminalität insgesamt, weil wir ganz genau wissen, dass organisierte Kriminalität letztlich nicht nur mit den klassischen strafrechtlichen Normen zu bekämpfen ist, sondern dass wir es schaffen müssen, Geldströme zu unterbrechen und zu unterbinden. Und deswegen ist es richtig, sich beispielsweise auch mit dem Thema der Geldwäsche intensiv auseinanderzusetzen, sich auch anzuschauen, was müssen wir da ändern, um zukünftig effektiver zu werden. Aber vor allen Dingen darf das natürlich im Ergebnis nicht dazu führen, dass wir letztlich neue Lücken schaffen. Und deswegen darf der Fahrlässigkeitstatbestand aus einem solchen Gesetzentwurf nicht rauskommen. Das ist das, weswegen heute hauptsächlich Verurteilungen stattfinden. Und deswegen muss das auch zukünftig möglich sein. Wir wollen also keine Verschlechterung, sondern eine Effektivitätssteigerung, weil das der Schlüssel zum Kampf gegen organisierte Kriminalität ist. Herzlichen Dank.
Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion CDU-CSU hier im Deutschen Bundestag. Und Nomen est Omen hat auch als einer der wenigen hier frei gesprochen. Ulla Ihnen ist die nächste Rednerin, Mitglied im Haushaltsausschuss und in der FDP-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Mittelpunkt jeder Politik steht der Mensch, hat Christian Lindner vor kurzem gesagt, und das gilt ganz besonders für das Justizressort. Aber wir reden heute nicht über Rechtspolitik, sondern über den Haushalt des Justizressorts. Und auch wenn der Justizetat einer der kleinsten Etats im Bundeshaushalt ist, so ist die Justiz doch ein fundamentaler Faktor unserer Demokratie. 952 Millionen sind für Justiz und Verbraucherschutz in 2021 vorgesehen. Das entspricht ungefähr 0,2% des gesamten Bundeshaushaltes. Aber obwohl ein kleiner Etat, ist die Stellung dieses Ressorts im Grundgesetz von der Verfassung garantiert und so hervorgehoben. Eine Besonderheit: Der Etat deckt sich zudem zu 60 oder zu mehr als 60% selbst durch Einnahmen des Patentamtes und des Bundesamtes für Justiz. Und mit diesem Etat muss zum Beispiel auf Bundesebene sichergestellt sein, dass unser Rechtsstaat gut funktioniert und gute Rechtspolitik gemacht wird. Allerdings, Frau Ministerin, weist Ihr Ressort doch erhebliche Defizite beim Mittelabfluss auf. Auch wenn die Justiz ganz überwiegend gut funktioniert, so gibt es doch Verbesserungsbedarf. Nicht umsonst hat EU-Kommissarin Eva Jourová gerade Kritik auch an Deutschland geübt. In ihrem EU-Rechtsstaatsbericht weist sie darauf hin, dass zum Beispiel Gerichtsverfahren hierzulande viel zu lange dauern. Dieser Befund schließt sich nahtlos an die Kritik des Bundesrechnungshofes an. Dieser konstatiert, dass über 10% aller Stellen in Ihrem Ressort nicht besetzt sind. Es ist aber Ihre Aufgabe, Frau Ministerin, das Verfassungsministerium gerade in diesen Zeiten schlagkräftig aufzustellen. Wann besetzen Sie die vielen freien Stellen? 611 Stellen waren es insgesamt im Juni dieses Jahres, die nicht besetzt waren. Das Ministerium selbst hat in der laufenden Wahlperiode 22,5% mehr Stellen bekommen. Und auch im Jahr 2021 sieht der Haushaltsentwurf neue Stellen vor, obwohl mehr als 140 Stellen in Ihrem Haus im Juni diesen Jahres nicht besetzt sind. Und da fragen wir uns, warum beantragen Sie zusätzliche Stellen, wenn noch so viele unbesetzt sind? An diesem angemeldeten Bedarf haben wir Freie Demokraten erhebliche Zweifel. Und vielleicht hat auch damit zu tun, Frau Ministerin, dass bisher kein neuer Entwurf vorgelegt wurde für das einheitliche europäische Patentgericht. Schon Anfang dieses Jahres hat das Bundesverfassungsgericht ja nur festgestellt, es war nicht die notwendige Mehrheit da. Sie hätten das Gleiche ja nur wieder einbringen müssen. Das kann doch nicht so lange dauern. Eine weitere Priorität, die uns besonders am Herzen liegt, die Digitalisierung der Justiz selbst, ist dringend geboten. Wir müssen unseren Rechtsstaat doch fit machen für die Zukunft. Darauf weisen wir als Freie Demokraten schon lange hin. Und wir werden im Haushaltsverfahren darauf achten, dass die Digitalisierung auch Priorität bekommt. Zum Schluss möchte ich gern auch etwas loben. Das Forum Recht findet sich mit mehr Mitteln im neuen Haushalt wieder. Das ist ein zutiefst sinnvolles Projekt. Und es ist uns Freien Demokraten ein Anliegen, dass das Recht für die Menschen lebendig dargestellt wird. Denn das Recht und seine Durchsetzung sind doch gerade Voraussetzung für sozialen Frieden in unserem Land. Frau Ministerin, wir brauchen also noch vielerlei Anstrengung, um unsere Justiz, aber auch den Verbraucherschutz fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Dabei unterstützen wir Sie als Service-Opposition mit unseren folgenden Anträgen im Haushaltsverfahren sehr gern. Vielen Dank.
Na guck, die FDP-Fraktion als Service-Opposition. Da freut sich die Ministerin, nächster Redner in dieser Debatte, in der es in erster Lesung, in erster Beratung um den Etat des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz geht, ist Viktor Perli aus der Linksfraktion. Und auch bei ihm wird es in erster Linie nochmal ums Geld gehen. In einem sozialen Rechtsstaat muss der Schutz der Bürgerinnen und Bürger eine größere Rolle spielen als in diesem Haushaltsentwurf. Es ist ja häufig ein Kampf zwischen David und Goliath. Einzelne Menschen auf der einen Seite, mächtige Konzerne auf der anderen. Der Bundestag muss dafür sorgen, dass nicht der Kontostand über Recht haben und Recht bekommen entscheidet. Deshalb wollen wir Linke den Rechtsschutz und den Verbraucherschutz stärken. Bislang fließen nur 4% aus dem ohnehin kleinen Etat des Justizministeriums in die Verbraucherpolitik. Das zeigt leider, wie wenig Union und SPD diesem Politikfeld beimessen. Dabei wäre hier einiges zu tun. Im kommenden Jahr werden schätzungsweise 100.000 Menschen infolge der Pandemie von Privatinsolvenzen betroffen sein. Es braucht deshalb nicht nur eine schnellere Entschuldung, sondern endlich genügend Mittel für eine gute Schuldnerberatung, meine Damen und Herren. Das ist auch ein Gebot des starken Sozialstaats. Schon vor der Corona-Pandemie hatten fast 300.000 Haushalte pro Jahr mit Stromsperren zu tun. Wir finden, Strom ist eine der Dinge, die man unbedingt zum Leben braucht. Und deshalb müssen Stromsperren verboten werden. Die Corona-Krise ist auch für den demokratischen Rechtsstaat eine besondere Herausforderung. Staat und Gesellschaft müssen die Pandemie bekämpfen und gleichzeitig die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren. Es hat in dieser Krise unverhältnismäßige Einschränkungen von Grundrechten gegeben. Aber es waren häufig Gerichte, die falsche und fehlerhafte Entscheidungen von Bund, Länder und Kommunen korrigiert haben. Ein Beispiel ist die Versammlungsfreiheit. Auch in diesen Zeiten darf nicht die Frage sein, ob Versammlungen stattfinden dürfen, sondern wie sie unter Einhaltung von Corona-Regeln stattfinden können. Wir finden das auch richtig so. Allerdings sind viele Gerichte chronisch überlastet. Die Bundesländer fordern jetzt mehr Finanzhilfen vom Bund. Die Vorsitzende der Justizministerkonferenz, die Bremer Senatorin Schilling, sagte, ich zitiere, der Pakt für den Rechtsstaat ist zwar eine Hilfe, aber leider nicht viel mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Wir finden, Recht hat sie. Der Deutsche Richterbund klagt, dass die Strafjustiz immer häufiger Tatverdächtige aus Untersuchungshaft entlassen muss, weil die Verfahren zu lange dauern. Cum-Ex-Kriminelle, die den größten Steuerraub in der Geschichte der Republik verantworten, könnten mit Milliarden an Steuergeld als Beute ungestraft davonkommen, weil die Behörden völlig unbesetzt sind. 15 Staatsanwälte, wenige LKA-Beamte und Steuerfahnderinnen haben kaum eine Chance, gegen eine ganze Armee von 900 Beschuldigten und ihren Anwälten auf der anderen Seite. Nach 7 Jahren gibt es gerade mal 2 Bewährungsstrafen und nur ein Bruchteil des Geldes ist zurückgeholt worden. Noch immer droht Verjährung. Wir finden, das ist völlig inakzeptabel, meine Damen und Herren. Aber es fehlt nicht einfach Geld. Wir haben einen besseren Vorschlag. Die Justiz muss auch entlastet werden. Es ist die Rechtspolitik der Großen Koalition, die dazu führt, dass die Gerichte mit Bagatelldelikten überflutet werden, die gar nicht oder nur als die gar nicht bestraft werden sollten, aber nur als Ordnungswidrigkeit. Jede 12. Strafanzeige, das sind 425.000 pro Jahr, betreffen das Fahren ohne Fahrschein oder den Konsum von Cannabis. Warum ahndet man das Busfahren ohne Fahrschein nicht genauso als Ordnungswidrigkeit wie das Parken ohne Parkschein? Warum ist es strafbar, weggeworfene Lebensmittel aus Containern zu holen? Wenn sich Gerichte massenweise mit solchen Fragen beschäftigen müssen, bleibt ihnen keine Zeit für die wirkliche Kriminalität, für Steuerhinterzieher, für Geldwäscher, für andere Verbrecher. Es ist doch so, nicht Containern oder Joints schaden dem Vertrauen in den Rechtsstaat, sondern Cum-Ex und Wirecard. Meine Damen und Herren, die Linke steht für einen starken Rechtsstaat und für einen starken Verbraucherschutz.
Dafür werden wir uns in den kommenden Verhandlungen einsetzen. Und ich finde, wenn wir darüber sprechen, dass der Verbraucherschutz gestärkt werden muss, dann müssen wir auch mal uns eins angucken. Der Bundeswirtschaftsminister bekommt jedes Jahr ungefähr 250 Millionen Euro aus Strafen, die das Bundeskartellamt verhängt, weil sich Unternehmen zum Beispiel zu illegalen Preisabsprachen verabreden, die damit die Konsumenten Schaden zufügen. Wir finden, dieses Geld muss nicht einfach in den Haushalt kommen, sondern direkt dem Verbraucherschutz zur Verfügung gestellt werden, damit die Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Viktor Perli hat dann doch etwas andere Akzente gesetzt, als ich eingangs vermutete, sondern hat den Blick gerichtet auf das, was an Straftaten oder überhaupt verfolgt wird, als Straftaten, um korrekt zu sein. Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Manuela Rottmann, Obfrau im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir sind in einer Krise und Krisen legen Stärken offen und sie legen Schwächen offen. Sie zeigen, wo wir Reformen versäumt haben und sie zeigen, wo wir aus vergangenen Krisen nicht gelernt haben. Das gilt für unsere Pflegeheime, das gilt für unsere Krankenhäuser, das gilt für unsere Schulen und das gilt auch für unsere Justiz. Die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19, ja, die greifen tief in unsere Grundrechte ein. Und es waren die Gerichte in vielen Eilverfahren, in vielen Hauptsacheverfahren, die den Grat geschafft haben zu finden zwischen Eingriffe auf das Verhältnismäßige zu beschränken und trotzdem der Politik in einer unsicheren Lage den notwendigen Spielraum nicht zu eng zu ziehen. Die deutschen Verwaltungsgerichte haben diese Aufgabe mit Bravour bewältigt. Sie haben sich anders als viele Ministerpräsidenten nicht von den Umfragen über die Popularität einzelner Maßnahmen leiten lassen. Dafür danke ich Ihnen. Die deutschen Richterinnen und Richter haben gezeigt, dass das Gerede von der Hygienediktatur Unsinn ist. Die Krise hat aber auch die Schwächen unseres Rechtsstandortes, des Rechtsstandortes Deutschland, gnadenlos offengelegt. Selbst an den obersten Bundesgerichten kann bei uns von einer Digitalisierung nicht die Rede sein. Es sind zig Parteien, zig untere Gerichte, die jedes Jahr auf Grundsatzentscheidungen des BGH warten. Und allein, dass die Revisionserwiderung eintrifft, dauert bei uns Monate. Warum? Weil wir die Originalakten mit der Post von einer Partei zur anderen verschicken. Wir sind im Jahr 2020. Es reicht nicht mehr, auf die Zuständigkeit der Länder zu verweisen. Ja, auch viele Richterinnen und Richter hingen an ihren Papierakten. Aber jetzt in der Krise hat sich doch eine Tür geöffnet in Richtung Digitalisierung. Nur uns fehlt das Konzept, uns fehlt der Plan, uns fehlen die prozessrechtlichen Regelungen, diese Chance zu nutzen. Haben wir aus Krisen gelernt? Mitnichten. Telekom-Skandal, Lehman-Zertifikate, tausendfacher Dieselbetrug, jetzt Wirecard. Wir hatten genug Anlässe, kollektiven Rechtsschutz, den Schutz von Hinweisgebern, ein modernes Insolvenzrecht und ein Unternehmenssanktionsrecht mit Biss umzusetzen. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der EU und Deutschland hinkt in all diesen Themen den anderen Mitgliedstaaten hinterher. Frühzeitige rechtsempirische Untersuchungen als Basis für gute Gesetzgebung. Ja, da wäre das Geld im Justizhaushalt sehr, sehr gut angelegt. Aber stattdessen bewegen wir uns fast immer im gesetzgeberischen Blindflug. Die Unmet Legal Needs Studie, die bräuchten wir dringend, um die EU-Sammelklage umzusetzen. Wir bräuchten sie dringend, um Legal Tech nicht nur zu beobachten, sondern gestalten zu können. Aber sie liegt erst 2023 vor. Wieder gehen Jahre ins Land. Und stattdessen hangelt sich diese Koalition durch Provisorien. Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz wird irgendwie nicht verändert, halt befristet. Verkürzung der Frist zur Restschuldbefreiung für die Verbraucherinnen und Verbraucher soll erneut befristet werden. Ich finde das einfach nur noch irre. Wir schleppen einen gigantischen Reformstau im Wirtschaftsrecht mit uns herum und der besteht jeden Vergleich mit dem Ende der Ära Kohl. Und das sage ich nur, nicht nur ich, ich kann mich ja schon selber nicht mehr hören. Das sagen Ihnen die Sachverständigen in jeder einzelnen Anhörung. Sie würden es Ihnen wahrscheinlich auch vorsingen und vortanzen, aber es ist dem Ochs ins Horn gepetzt. Ich mache dafür nicht Sie verantwortlich, Frau Lamprecht. Ich halte Sie für eine gute Justizministerin.
Ich mache aber die SPD dafür verantwortlich. Denn die SPD besetzt seit Jahren dieses Ministerium und sie behandelt es schlecht. Es wird genutzt als Karrieresprungbrett nach Straßburg oder ins Auswärtige Amt. Es wird genutzt, um Leute aus dem Willy-Brandt-Haus mit Posten zu versorgen. Aber es wird nicht genutzt dafür, wofür es da ist. Und ich mache auch die Union dafür verantwortlich. Denn auch nach dem Dieselskandal, auch nach Wirecard, begreift ein wesentlicher Teil der Union nicht, dass Marktwirtschaft ohne einen durchsetzungsfähigen Rechtsstaat nicht funktioniert. Sie haben einen letzten Haushalt vor sich. Sie haben eine letzte Chance. Wir werden weiter dafür kämpfen, dass es einen Aufbruch in der Rechtspolitik gibt, und der ist dringend erforderlich. Vielen Dank. Manuela Rottmann war das, Obfrau im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ihr folgt jetzt Esther Dilcher aus der SPD-Fraktion. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Damit zitiere ich den Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Wir haben in den letzten Tagen schon viel gehört über die Investitionen in Erhalt der Arbeitsplätze in dieser Krise, im Zusammenhang damit in die Wirtschaft, in unsere Infrastruktur und Digitalisierung. Wir nehmen Geld in die Hand. Wir agieren genau zur richtigen Zeit. Das bedeutet Schuldenaufnahme. Ja, und unser Finanzminister Olaf Scholz hat am Dienstag auch gesagt, warum das richtig ist. Weil Nichthandeln in der Krise teurer ist als jetzt handeln. Das bedeutet, dass wir nach der Krise erheblich mehr Geld ausgeben müssten, um all die Nachteile auszugleichen, die durch Untätigkeit entstehen würden. Das ist sozialdemokratische, mutige und vorausschauende Politik. Und unser Land kann sich glücklich schätzen, dass wir in dieser Situation unseren sozialdemokratischen Einfluss geltend machen können. Und das wird von der Regierungskoalition getragen. Danke an unseren Koalitionspartner für das Vertrauen in unsere soziale Kompetenz. So ist auch unser Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket ausgestaltet. Der Bund hat sich vorgenommen, in allen Bereichen zu prüfen, inwieweit geplante Aufträge und Investitionen jetzt vorgezogen werden können, insbesondere Digitalisierungsvorhaben in der Verwaltung. Sicherheitsprojekte mit hohem deutschem Wertschöpfungsanteil, die noch in den Jahren 2020 und 2021 beginnen können, sollen sofort umgesetzt werden. Warum erwähne ich das alles im Einzelplan 07, dem Bundeshaushalt für das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz? Ich finde das erwähnenswert, weil genau hier bei einem scheinbar kleinen Haushaltsvolumen mit Gesamtausgaben in Höhe von 952 Millionen gezeigt worden ist, wie eine zügige Umsetzung und Beschaffung funktionieren kann. Vielleicht sollten andere Ministerien, die jedes Jahr auf eine Erhöhung ihres Etats pochen und dann nicht in der Lage sind, einfache Ausrüstungsgegenstände, Bekleidung etc. für beispielsweise unsere Soldatinnen und Soldaten zu beschaffen, auch aus dieser Krise lernen und in ihren Strukturen Veränderungen vornehmen, um das Geld, was wir in die Hand nehmen und zur Verfügung stellen, auch dort zeitnah ankommt, wo es gebraucht wird. Für das BMJV werden aus dem Konjunkturpaket 29 Millionen zugewiesen, 12 Millionen davon in 2021. Und beispielhaft, auch wenn es kritisiert wurde, liebe Frau Dr. Rottmann, wurde hier die Einrichtung eines Videostudios genannt, damit im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft, die wir als Deutschland nämlich innehaben, die geplanten Veranstaltungen professionell digital durchgeführt werden konnten. Ein großes Lob an das BMJV. Zügig wird auch hier an digitalem Zugang zu einzelnen Gerichten gearbeitet. Beispielsweise bei Akteneinsichtsgesuchen. Das spart Zeit, Personal und andere Ressourcen und trägt zur Verfahrensbeschleunigung bei. Da hätte es Ihres Hinweises nicht bedurft. Das ist auf dem Weg. Das macht Lust auf Zukunft, und es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob auch in gewissem Rahmen, zum Beispiel in Zivilprozessen, Gerichtsverhandlungen digital stattfinden können.
Die Zeit für Anreise von Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen bedarf keiner Planung und kann Terminsverlegungsanträge und Verfahrensverzögerungen vermeiden. Und wenn man im Gespräch mit dem Justizministerium ist, sieht man da auch eine große Bereitschaft und eine große Lust, das Projekt zu unterstützen. Digitalisierung und Social Media bergen aber auch Gefahren. Die Bundesjustizministerin hat das hier auch aufgeführt. Die Verbreitung rechtsextremistischer Strukturen im Internet und in sozialen Netzwerken nimmt seit Jahren zu. Bürgerinnen und Bürger empfinden das Internet als unsicheren Raum. Hier ist es unsere Aufgabe, Sicherheit zu schaffen. Und dafür werden wir auch Geld in die Hand nehmen. Wir müssen den digital vernetzten Extremismus bekämpfen und das Wissen und die Informationen der in diesem Bereich tätigen Organisationen bündeln, um so effiziente Gegenmaßnahmen ergreifen zu können bzw. Gewalttaten zu verhindern. So können wir der Krise den Beigeschmack der Katastrophe nehmen und aus der Krise gestärkt hervorgehen. Ich freue mich auf die Haushaltsberatungen, um noch weitere wertvolle Projekte anzuschieben. Und Frau Ihnen, im BE-Gespräch am Montag werden sicherlich auch Ihre Fragen nach den offenen Personalstellen ganz zufriedenstellend beantwortet werden. Und Sie werden sehen, dass Ihre Kritik sich damit in Luft auflöst. Und an Herrn, ja, das hätte heute dieses Hinweis, das ist nicht bedauert. Ich habe nur vielleicht den etwas kürzeren Draht und habe schon mal nachgefragt, was mit den Personalstellen ist, die da offen sind. Und habe eine sehr zufriedenstellende Antwort bekommen. Und Herr Perli, wenn Sie auf den geringen Prozentsatz für Verbraucherschutz hinweisen, dann sollten Sie fairerweise auch sagen, dass der Bundeshaushalt der Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz eben sehr personallastig ist. Und da finde ich es unfair, wenn Sie den Rest, der im Bundeshaushalt noch verbleibt, unter falschen Berechnungen dann so aufstellen, dass Sie die 4%, dass Sie den 4%-Anteil nur an dem gesamten Haushalt berechnen und dann nicht an dem, was tatsächlich für Investitionen zur Verfügung steht. Dankeschön. Ist natürlich ja für die SPD-Fraktion. Und falls Sie sich vorhin zufällig gefragt haben, was meint sie denn nur mit BE-Gespräch? Das sind die Berichterstatter, die gelegentlich zusammenkommen und dann tatsächlich Expertise in einzelnen Feldern haben und sich darüber austauschen. Stefan Brandner ist der nächste Redner, AfD-Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Wo ist nochmal der Herr Amthor? Na gut. Es läuft meine Redezeit schon. Meine Damen und Herren, wir widmen uns dem Bundeshaushalt. Die Rede im Bundestag beginnt mit Herr Präsident, wenn Sie das bitte. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, das ja folgt man unserem Ausschussnamen, eigentlich das Ministerium für Recht und Verbraucherschutz sein sollte, ist unter der Ägide der letzten 6 Minister ein plumpes Ideologieministerium und insbesondere unter den letzten 3 Ministern, ich erinnere an Herrn Maas, Frau Barley und Frau Lambrecht, ein Ministerium, das alles Mögliche tut, nur nicht den Rechtsstaat stärken und die Freiheitsrechte und die Bürgerrechte verteidigen. Es gibt sich vielmehr für ideologische Spinnereien jeglicher Art. Freilich müssen sie rot-grün und bunt sein. Lassen Sie uns an die Vergangenheit denken. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das verfassungswidrige Ehe für alles Gesetz, alles keine Meilensteine. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, meine Damen und Herren. Ideologische Färbungen und Verbohrtheit, anders lassen sich die Auftritte und Aussagen von Frau Lambrecht leider nicht erklären. So macht sich die Ministerin aktuell in Zeiten der Wirtschaftskrise, der Zuwanderungskrise, der Rechtsstaatskrise, der Corona-Krise und vieler anderer Herausforderungen Gedanken, worüber, wie im Familienrecht Mutter 1 und Mutter 2 behandelt werden wollen. Ganz wichtig nach Auffassung von Frau Lambrecht, wie die rechtliche Qualität der Geburtsmutter zu anderen Müttern geregelt werden sollte. Man sieht, Frau Lambrecht, sogar die Biologie, nach der es eigentlich bei uns Menschen bisher immer einen Vater und eine Mutter gab, wird auf dem Altar ihrer linksgrünen Verrücktheiten geopfert. Plötzlich gibt es Mutter 1 und Mutter 2. Viele andere Mütter werden wahrscheinlich noch voll. Teil 1 und Eltern 2. Von Vätern ist gar keine Rede mehr. Und sie arbeiten daran, die Kinder zu verstaatlichen. Nicht anders ist der Artikel 6, den sie ändern wollen, Kinderrechte zu verstehen. Apropos Rechte. Ein weiteres Trommelfeld von Frau Lambrecht und ihren Vorgängern ist das Recht und die Bekämpfung des Rechten. Nicht nur von Ihnen,
Der nicht nur von Ihnen pathologisch geführte Kampf gegen rechts, meine Damen und Herren, der im heutigen Deutschland nichts anderes ist als ein Krampf gegen rechts, der was möchte? Der vernichten möchte alles Bürgerliche, alles Patriotische, alles Vernünftige. Dieser Krampf gegen rechts, Frau Lamprecht, treibt bei Ihnen ihre Blüten. Obwohl rechts und Recht in unserer Sprache ganz überwiegend positiv konnotiert ist. Man denke nur an den Rechtsstaat, Freiheitsrechte, Grundrechte, Recht und Gesetz, Menschenrechte, Recht bekommen, Recht haben, Recht behalten, rechts vor links, die Rechtsanwälte und das Rechtsfahrgebot. Frau Lamprecht, Sie bekämpfen alles Rechte wie besessen unterstützt durch die öffentlich-rechtlichen Medien. Frau Lamprecht widmete sich auch gerne der Netzzensur. Man denke nur an das unsägliche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was Millionen verschlingt. Sie sinniert über Upload-Filter und will in den Schulen über Verschwörungstheorien aufklären lassen. Eine gute Idee, wenn Schwerpunkt dieser Verschwörungstheorien vielleicht mal die Bundesregierungspolitik in Richtung Corona wäre. Hysterien der Altparteien sollten da mal aufgedeckt werden. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Verschwörungstheoretiker ist immer der, der von der gerade aktuellen Meinung der Bundesregierung und der Staatsmedien abweicht. Früher war Verschwörungstheoretiker derjenige, der vor Corona gewarnt ist. Heute ist Verschwörungstheoretiker derjenige, der Corona-Maßnahmen kritisiert. Sie sind da sehr flexibel, Frau Lamprecht, Sie und Ihre Bundesregierung. Frau Lamprecht denunziert und beschimpft aber auch gerne Bürger unseres Landes, meine Damen und Herren, vor allem solche, die ihre grundgesetzlich garantierten Demonstrationsfreiheiten auf den Straßen aufleben wollen. Das sind für ausleben wollen, das sind für Sie Extremisten. Und schließlich widmet sich Frau Lamprecht, sie hat es ja gerade hier vorne schon wieder getan, mit großer Begeisterung dem Themenfeld Hass und Hetze. Wobei ich vermute, dass demnächst Hass und Hetze als neue Einwortschöpfung in den Duden Eingang finden wird. Hass und Hetze, Frau Lamprecht, Diktion aus Gott sei Dank vergangenen Zeiten der alten, untergegangenen DDR. Straftatbestände aus der DDR feiern bei Ihnen fröhliche Urständ. Und Sie haben, Frau Lamprecht, beim Durchpeitschen Ihres Hass und Hetze-Gesetzes offensichtlich die Verfassungswidrigkeit übersehen, die wir als AfD von vornherein so bezeichnet hatten. Peinlich berührt sollten Sie eigentlich zurücktreten, Frau Lamprecht, oder entlassen werden von Frau Merkel. Aber wir haben ja gerade von einem Vorredner der FDP gehört, dass offenbar nicht nur versagende CSU-Politiker unter Artenschutz stehen bei Frau Merkel. Offenbar gilt das auch für SPD-Politikerinnen. Jetzt war noch zu hören, dass der Bundespräsident genötigt werden soll, dieses verfassungswidrige Gesetz zu unterschreiben. Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass Herr Steinmeier, dessen Vita ja durchaus Bezüge ins linksextremistische Milieu aufweist und der sich ja mit Verfassungsschutzbeobachtungen auskennt, dass Herr Steinmeier dieses Gesetz unterschreiben wird. Gleichwohl versuche ich von hier vorne das Schlimmste zu verhindern und rufe Herrn Steinmeier, wo immer er sein mag, zu. Herr Steinmeier, unterschreiben Sie dieses Hass- und Hetze-Gesetz nicht. Machen Sie es nicht möglich, dass die Bundesregierung ein weiteres Mal Verfassungsrecht bricht. Und schließlich, und damit komme ich zum Ende, Herr Präsident, Frau Lamprecht, versuchen Sie, und da schließt sich der Kreis, versuchen Sie aus Ihrem Ministerium wie eines für Recht und Verbraucherschutz zu machen und pervertieren Sie es nicht weiter für ein Ministerium gegen Rechts, gegen Rechtsstaat und für Ideologie. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Stefan Steinecke für die Fraktion der CDU-CSU. Nach unserer Kenntnis heißt er allerdings Sebastian. Mal gucken, ob Thomas Oppermann das noch. Er hat es korrigiert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück zur Sache. Wir debattieren heute über den Haushalt und nicht über die Verschwörungstheorien von Herrn Brandner. Und ein sehr wichtiger Teil des Haushaltes, das haben wir schon gehört, ist der Bereich des Verbraucherschutzes. Ein aktuelles Thema, darüber haben wir in den letzten Wochen schon intensiv diskutiert, ist die Reform des Inkassowesens. Wir haben eine Anhörung dazu gehabt und ich glaube, wir haben da auch eine Menge Anregungen mitgenommen. Und deswegen haben wir auch für uns als Union im Mittelpunkt gestellt, das Thema Gebühren, Identitätsdiebstahl und Aufsicht. Darüber werden wir in den nächsten Wochen nochmal reden und dann kommen wir, glaube ich, auch zu guten Ergebnissen. Ein ganz wesentliches Thema der letzten Wochen und Monate war und ist das Thema Pauschalreiserecht, Fliegen und so weiter, alles, was damit zu tun hat. Und zwar nicht nur während der Corona-Zeit, sondern bereits vorher. Wir haben das Thema Thomas Cook und Tour Vitale und die Auswirkungen auf das Pauschalreiserecht durch die Insolvenzen gehabt. Das hat massive Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher gehabt. Der Bund hat hier völlig zu Recht
die Entschädigung zugesagt. Und auch das bildet sich im diesjährigen Haushalt und auch im nächsten Haushalt ab. Mit 198 Millionen bereits für diesen Jahr und 113 Millionen für 2021. Wir wissen, dass die Versicherung ganz erhebliche Teile nicht übernehmen wird, weil die Deckungshöhen nicht ausreichen. Wir haben also fast 90% der Zahlungen, die nicht erbracht werden können durch die Versicherung. Wir konnten den Staatshaftungsanspruch, das müssen wir so deutlich sagen, auch nicht ausschließen wegen fehlerhafter Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie. Und daher ist auch richtig, dass der Bund auch im nächsten Haushalt Verantwortung für dieses Thema übernimmt. Und das muss man aber auch so deutlich sagen, jetzt müssen die Konsequenzen schnell folgen. Hier wurden in der Vergangenheit viele Möglichkeiten vergeben, rechtzeitig die Anpassung der Höhen oder aber auch eine komplette Neuordnung des Systems in Angriff zu nehmen. Im Juni haben wir nun im Kabinett die Eckpunkte gesehen. Unsere Vorschläge liegen seit Ende 2019 vor und ich sage ganz klar, wir brauchen jetzt schnell den Gesetzentwurf. Den braucht die Branche und den brauchen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Corona zeigt, wie wichtig das ist. Wenn wir beim Thema Reisen sind, kommen wir nicht umhin, um das Thema Flugreisen zu reden, Flugangebote zu reden. Wir haben gerade in Corona-Zeiten ein erhebliches Missbrauchspotenzial gesehen, glaube ich, dass hier einige Airlines an den Tag legen, weil sie auf ihre wirtschaftliche Lage verweisen und schlicht und ergreifend die Zahlung verweigern, sogar gegen Mahnbescheide vorgehen, sich in Gerichtsverfahren ziehen lassen. Das ist aus unserer Sicht ziemlich inakzeptabel, das muss man so deutlich sagen. Und die erfolgte Klage der Verbraucherzentrale gegen Lufthansa ist damit eigentlich nur folgerichtig und der hat sich die Branche selber verdient. Das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen. Und wir müssen jetzt auch tatsächlich aber auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, das kann alles so bleiben, wie es ist. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, das sagen wir so deutlich, über automatisierte Erstattung. Entschädigung und am Ende des Tages auch, ob wir nicht tatsächlich uns mal das Thema Fälligkeit in dem Bereich der Zahlung überhaupt angucken. Und das kann, glaube ich, ein wesentlicher Punkt sein, um in den nächsten Wochen und Monaten zu besseren Ergebnissen zu kommen. Dann haben wir diese Probleme schlicht nicht. Das können wir jetzt lösen. Unsere Vorschläge liegen dazu auf dem Tisch. Ein Projekt, was noch vor uns liegt, die Ministerin hat es angesprochen, ist das im Bereich Verbraucherschutz, ist das Thema faire Verbraucherverträge. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt. Das konnte pressewirksam konnte man lesen. Es geht vor allen Dingen um das Thema Vertragslaufzeiten. Stieß übrigens nicht nur bei den Unternehmen auf deutliche Kritik, sondern auch bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich bei uns gemeldet haben zu dem Thema. Im Hinblick auf die ansonsten im Gesetz vorgesehenen Bedingungen. Wir haben viele Regelungen, die da noch drinstehen. Wir haben das Thema Abtretungsverbote, wir haben das Thema unerlaubte Telefonwerbung. Wäre es jetzt deutlich hilfreich, wenn sich die Beteiligten noch mal in sich gehen und tatsächlich über weitere Lösungsmöglichkeiten in diesem Bereich nachdenken. Und soweit das nicht vorgesehen ist, die Verträge zu verkürzen im Koalitionsvertrag, muss man am Ende des Tages auch dann darüber nachdenken, ob man diese Vorschrift herauslöst, um die weiteren nicht weiter aufzuhalten. Denn das kann man den Verbrauchern, glaube ich, aus unserer Sicht nicht zumuten. Und wir haben am Ende einen ganz wesentlichen Teil noch in dieser Legislaturperiode, der Referentenentwurf ist da, zum Teil des New Deals for Consumers umzusetzen im Bereich des unlauteren Wettbewerbs. Da liegen ja die Vorschläge schon vor. Regeln für mehr Transparenz im Onlinehandel, Regeln für Entschädigungsleistungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sind wichtig. Das ist notwendig, aber wir werden uns sehr genau angucken, dass hier eine 1:1 Umsetzung erfolgt und nicht überobligationsmäßig wieder mehr eingebracht wird. Und zum Ende, das kann man vielleicht noch mal kurz sagen, weil ich unsere Haushälter sehe, die das auch mitverhandelt haben. Und das ist, glaube ich, auch recht wichtig, dass es auch wieder in diesem Haushalt gelungen ist, auch für die nächsten Jahre gelungen ist, die Richterakademien in Wustra und Trier auskömmlich zu finanzieren durch den Bund. Die heftige Finanzierung stand ja reichlich in Frage. Es ging runter bis auf 95% durch die Länder. Ich konnte die Kritik, glaube ich, des Bundesrechnungshofes so in der Form nicht nachvollziehen. Und deswegen bedanke ich mich bei den Haushältern, auch der Koalitionsfraktion, dass wir es wieder geschafft haben, eine vernünftige Finanzierung auf den Weg zu bringen. Und weil vorhin noch mal über die Zahlen geredet worden ist, kann man, glaube ich, sagen, wir haben in der Verbraucherpolitik leicht steigende Ausgaben von fast 41 Millionen. Wir geben auch mehr Geld für die Verbraucherinformationen aus mit deutlich über 8 Millionen. Am Ende des Tages kann man immer mehr wollen, aber ich glaube, das ist ein guter Entwurf, um in die Beratung zu gehen. Vielen Dank.
Sebastian Steinecke aus der Unionsfraktion hat den Blick auf Verbraucherschutzfragen gerichtet. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Ministeriums, dem Christine Lambrecht vorsteht. Der nächste Redner ist Stefan Thomi, kommt aus der FDP-Fraktion, ist da stellvertretender Fraktionsvorsitzender und für diesen Bereich eben auch zuständig. Kollegen, Frau Ministerin, lassen Sie mich beginnen mit einem Blick auf den Fall des Giftanschlagopfers Alexei Nawalny. Was hat es in dieser Debatte hier verloren? Dieser Fall enthält auch eine rechtspolitische Komponente. Denn Russland hat in der Zwischenzeit 3 Rechtshilfeersuchen an uns gestellt, die bislang unbeantwortet geblieben sind, was Russland veranlasst, uns vorzuhalten, dass wir die Ermittlungen in Russland behindern würden. Was natürlich völliger Unsinn ist. Denn wer glaubt allen Ernstes, dass Russland, dessen staatliche Stellen selbst im Verdacht stehen, an diesem Anschlag beteiligt zu sein, ihn verübt zu haben, einen echten Aufklärungswillen haben? Diesen Glauben hat doch niemand. Deswegen, Frau Ministerin, fordere ich Sie auf, weisen Sie diese Ersuchen Russlands entschieden zurück. Meine Aufforderung an Sie wäre, sich stattdessen stark zu machen für eine internationale Untersuchungskommission, um den Fall Nawalny international aufzuklären, etwa wie es das schon mal beim Fall Hariri gab im Jahr 2005. Dann kann auch Putin Beweis stellen, dass er mitwirkt an der Aufklärung des Falles Nawalny. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zu den Haushaltsberatungen, die jetzt beginnen, möchte ich ein Wort sagen zu einer modernen Justizpolitik. Kollegin Ihnen sprach es auch schon an. Ich lege Ihnen sehr ans Herz bei dem Thema Digitalpakt für die Justiz und Pakt für den Rechtsstaat ein wichtiges Augenmerk zu legen. Denn beim Fall, beim Punkt Digitalpakt, da haben wir als FDP schon vor über einem Jahr einen Antrag vorgelegt zur Einführung der technischen Aufzeichnung in Hauptverhandlungen von Landgerichten und Oberlandesgerichten in Strafverfahren. Sie haben eine Expertenkommission eingesetzt, die jetzt allerdings leider erst im Sommer 2021 ihren Abschlussbericht vorlegen wird. Das heißt, dass Sie dieses wichtige Vorhaben noch einmal um eine Wahlperiode verschieben wird. Das bedauern wir sehr. Wir hätten schon vor über einem Jahr den Anstoß dazu gegeben und Sie hätten einfach nur übernehmen müssen, was wir vorgeschlagen haben. Leider kommt es zu dieser Verzögerung. Vor allem aber will ich den Pakt für den Rechtsstaat noch einmal ins Augenmerk rücken für die kommenden Haushaltsberatungen. Auf die Justiz kommen mehr und mehr Lasten und Aufgaben zu. Mehr Belastung allenorts, Entlastung nirgends. Sie werden jetzt dann einen Gesetzentwurf vorlegen, haben das schon getan, zum Thema Verbandssanktionsrecht, wohinter sich eigentlich nichts anderes wirkt als das alte Unternehmensstrafrecht. Mir ist der Mehrwert dieses Gesetzes unklar, denn was kann denn mehr abschreckend wirken als die persönliche Haftung der Handelnden? Der Mehrwert ist mir höchst unklar, die Mehrbelastung hingegen wird es allenthalben geben. Und das wird ein Problem, das wir auch andernorts haben. Immer mehr Belastung für die Justiz, immer weniger, aber bei geringem Mehrwert. Deswegen denke ich, da müssen wir auch mal rangehen, eine Aufgabenkritik durchzuführen, zu überlegen, wo kann man die Justiz entlasten, damit wir sie auch fit machen für das nächste Jahrhundert, für dieses Jahrhundert, das 21. Jahrhundert, für eine moderne Justiz. Vielen Dank. Stefan Thome, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion, ja, und ihm wird jetzt folgen Nima Mowassad aus der Linksfraktion, Sprecher für Verfassungspolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte auf 3 Punkte eingehen. Erstens das Strafrecht. Frühere Bundesregierungen haben in den letzten Jahrzehnten das Strafrecht dutzende Mal verschärft. Und auch diese Regierung hat Verschärfungen vorgenommen oder plant weitere. Und immer kommt dafür dasselbe Argument, man müsse etwas gegen Kriminelle tun, man müsse die Bürgerinnen und Bürger schützen. Und dann erhöht man den Strafrahmen. Das Problem ist, alle Strafrechtsverschärfungen fanden ohne ernsthafte empirische Grundlage statt. Gerade erst habe ich dazu aus Ihrem Hause, Frau Ministerin Lambrecht, eine Antwort auf eine kleine Anfrage erhalten. Aus dieser Antwort geht hervor, dass Ihnen nur die Anzahl der Strafanzeigen und der Verurteilungen vorliegen. Ansonsten gibt es keine Zahlen und keine Evaluation dazu, wie sich Strafrechtsverschärfungen überhaupt auswirken. Schützen Sie irgendwen? Schrecken Sie Täter tatsächlich ab? Das wissen wir alles gar nicht. Und weil das bisher nicht untersucht ist, muss das endlich untersucht werden.
Wir werden in den Haushaltsberatungen deshalb als Linke fordern, Studien durchzuführen, um herauszufinden, ob und was die Strafrechtsverschärfungen der letzten Jahrzehnte überhaupt gebracht haben. Mein Eindruck ist, dass Strafrechtsverschärfungen ein Mittel sind, der Bevölkerung politische Handlungsfähigkeit zu zeigen, die nichts kostet, aber praktisch eben oft auch nichts bringt. Im Übrigen klagen Polizei und Justiz ja schon seit Jahren, dass sie überlastet seien. Es wäre an der Zeit, endlich darüber nachzudenken, welche Bagatelldelikte unnütze Ressourcen verschlingen. Würde man das Schwarzfahren und den Konsum von Cannabis entkriminalisieren, würden etwa 8% aller Straftaten in diesem Land wegfallen. Das wäre kriminalpolitisch sinnvoll, es würde aber auch die Polizei und die Justiz entschieden entlasten. Der Rechtsstaat kapituliert, Herr Kollege, wenn er bei Cum-Ex und Wirecard nicht aufklärt und nicht in der Lage ist, dagegen vorzugehen. Das ist eine Kapitulation des Rechtsstaates und nicht, wenn er Schwarzfahrer verfolgt. Zweitens möchte ich auf den Verbraucherschutz eingehen. Hier stehen uns aufgrund der Corona-Pandemie sehr große Probleme bevor. Sozial-, Verbraucher- und Wirtschaftsverbände, aber auch Schuldnerberater warnen seit Monaten vor einer Zunahme von Insolvenzen. Bereits jetzt müssen verschuldete Menschen auf 5 Monate auf eine erste Schuldnerberatung warten. Die Bundesregierung übernimmt null Verantwortung. Es fehlt völlig an einer Anschubfinanzierung, um die Schuldnerberatung bundesweit an den bestehenden Bedarf anzupassen. Und wir debattieren im Bundestag ja auch das Thema Restschuldbefreiung zurzeit. Die Bundesregierung will nur auf den Mindeststandard von 3 Jahren gehen, die EU vorgibt. Aber das EU-Recht erlaubt auch kürzere Fristen. Und angesichts der Corona-Krise sage ich Ihnen, dass wir auch schnellere Möglichkeiten für die Restschuldbefreiung brauchen. Und im Verbraucherschutzbereich besteht insgesamt somit riesiger Handlungsbedarf, wenn nicht auf die Corona-Krise eine Verbraucher- und Privatschuldenkrise folgen soll. Und Frau Lambrecht, hier ist wirklich mehr Engagement notwendig. Und drittens, Frau Ministerin, möchte ich zum Abschluss Danke sagen. Danke dafür, dass Sie beim Thema Unternehmenssanktionsrecht standhaft sind. Wir als Linke wollen zwar weitergehende und schärfere Sanktionen für Unternehmen, die Straftaten begehen, aber wir finden, dass Ihr Gesetzentwurf in die richtige Richtung geht. Und wir finden auch, dass wir in Deutschland wie in der überwiegenden Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten endlich ein Unternehmenssanktionsrecht brauchen, das den Namen verdient. Ich spreche das an, weil ich weiß, dass Lobbyisten sehr aktiv sind, um ihren Gesetzentwurf zu verhindern, dass auch die CDU-CSU-Fraktion sehr aktiv ist, um ihren Gesetzentwurf zu verhindern. Und da wird dann unter anderem argumentiert, die Wirtschaft würde abstürzen, wenn ihr Gesetzentwurf durchgeht. Und das ist wirklich Nonsens. Denn zum Glück begehen die meisten Unternehmen keine Straftaten. Und wer sich redlich verhält, der muss auch keine Angst vor Sanktionen haben. Die schwarzen Schafe müssen aber endlich konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Und deshalb unterstützen wir als Linke Ihren Gesetzentwurf. Dankeschön. Kommt auch nicht allzu oft vor. Nima Mowassat aus der Linksfraktion, Sprecher für Verfassungspolitik, will einem Entwurf der SPD-Ministerin hier zustimmen. Nächste Rednerin in dieser Debatte über den Etat der Bundesjustizministerin ist Canan Bayram aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Lambrecht, beim Verbot der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen haben Sie mich auf Ihrer Seite. Da unterstütze ich Sie voll und ganz. Wir müssen Mieterinnen gegen Verdrängung schützen. Und insoweit hoffe ich, dass es Ihnen gelingt, Herrn Lutschak und die Immobilienlobby in Zaum zu halten und denen die Grenzen zu setzen. In meinem Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg haben viele Menschen Angst, durch Eigenbedarfskündigungen nicht nur ihr Zuhause zu verlieren, sondern oft auch die Schulplätze, die Kitaplätze. An so einer Wohnung hängt sehr viel. Bitte setzen Sie sich da durch, liebe Frau Lambrecht. Mich haben Sie auf Ihrer Seite. Vor fast genau einem Jahr, am 9. Oktober 2019, gab es den so schrecklichen wie traurigen Massenmordversuch vor der Synagoge in Halle, verbunden mit 2 Morden und mit Körperverletzung durch einen rechtsextremisten, militanten Antisemiten, der sich insbesondere im Netz radikalisiert hatte. Die Justizministerin und der Innenminister haben darauf ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vorgelegt. Die
wichtigen und dringlichen Ziele des späteren gleichnamigen Gesetzentwurfs, nämlich den zunehmenden Rechtsextremismus, die anhaltenden Angriffe auf Demokratinnen und Demokraten, die zu beobachtende Verrohung der Diskussionskultur und Straftaten im Netz, die von Volksverhetzung, Bedrohung, Vorbereitung von Terrordelikten bis zur Verbreitung und Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder reichen, effektiv zu bekämpfen, liegen auch meiner Fraktion am Herzen, meine Damen und Herren. Nur das Gesetz gilt nicht. Warum? Weil die Bundesregierung, die Justizministerin vorneweg, handwerklich nicht gut gearbeitet hat. Die Grundlagen für die Meldung von vermutlichen Straftaten durch die großen sozialen Netzwerke an das Bundeskriminalamt als Zentralstelle und diesbezügliche Auskunftsrechte sind verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Sehenden Auges und wider besseren Rat im Gesetzgebungsverfahren haben Bundesregierung, ja, und auch Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, das Gesetz an die Wand gefahren. Und das ist sehr ärgerlich, meine Damen und Herren. Der Bundespräsident fertigt es bislang offenbar nicht aus. Das ist rechtsstaatlich und politisch ein Desaster. Da müssen wir besser werden. Grundrechtsschonende Alternativen, beispielsweise in Form eines Zwei-Stufen-Modells, wie von meiner Fraktion vorgeschlagen, haben Sie abgelehnt. Obwohl spätestens seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts klar sein musste, dass diese Berücksichtigung finden müssen, haben Sie das nicht getan. Das sagen nicht nur wir als Grüne, das sagt auch der Wissenschaftliche Dienst und das sagt ein von uns beauftragtes Gutachten, das wir dem Bundestag mit einem Antrag vorgelegt haben, meine Damen und Herren. Spätestens seit der Veröffentlichung der neuerlichen Entscheidung des Verfassungsgerichts Mitte Juli diesen Jahres hätte die Bundesregierung reagieren müssen. Das haben Sie leider nicht getan. Aber ich gebe die Hoffnung ja nie auf. Sie kennen mich. Deshalb meine und unsere Erwartung und unser nachdrücklicher Appell an die Bundesregierung und die Koalitionsfraktion. Bringen Sie unverzüglich eine verfassungskonforme Neufassung des Gesetzes ein. Das schulden wir den Opfern des rechtsextremistischen Anschlags, ihrer Angehörigen und allen Betroffenen von Hass und Hetze. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der SPD der Kollege Dr. Johannes Fechner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Wir leben leider in einer Zeit, in denen in vielen Ländern der Rechtsstaat unter Druck gerät, die Pressefreiheit eingeschränkt wird, die Unabhängigkeit der Justiz angetastet wird oder Rechtsschutzmöglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher eingeschränkt werden. Das können wir nicht hinnehmen und deswegen sind diese Haushaltsberatungen ein guter Anlass, um durch eine gute Finanzausstattung etwa unserer Bundesgerichte oder aber vieler wichtiger Einrichtungen und Institutionen, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz einsetzen, ein ganz klares Zeichen zu setzen. Wir wollen einen starken Rechtsstaat für die Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu einem Rechtsstaat gehört, dass derjenige, der Recht hat, auch Recht bekommt. Und deswegen war es ja so wichtig, dass wir mit der Einführung der Musterfeststellungslage einen Meilenstein für den Verbraucherschutz hier geschaffen haben, gegen den erbitterten Widerstand der Grünen. Es war richtig und das VW-Verfahren hat sich gezeigt, dass Hunderttausende VW-Käufer ihre Entschädigung relativ schnell bekommen haben. Also ein ganz großer Erfolg und das zeigt uns, wir müssen, was den kollektiven Rechtsschutz in Deutschland angeht, weiter vorangehen. Hier brauchen wir mehr Möglichkeiten und wir freuen uns hier auf die Debatten, dass wir mit dem kollektiven Rechtsschutz in Deutschland noch weiter vorankommen. Und nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Verbraucherzentrale eine wichtige Rolle erfüllt für den Verbraucherschutz in Deutschland, werden wir mit diesem Haushalt hier weitere erhebliche Mittel für die Verbraucherzentrale zur Verfügung stellen. 23 Millionen sind jetzt hier schon vorgesehen und auch die Stiftung Warentest, die wollen wir mit rund 2 Millionen bedenken, weil wir der Meinung sind, mündige Verbraucher müssen gut informiert sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit Deutschland weiter eines der sichersten Länder der Welt bleibt,
haben wir uns auch bei der Kriminalitätsbekämpfung sehr viel vorgenommen. Ob das der Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist oder die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Und deswegen ist es gut, dass Ministerin Lamprecht ein umfassendes Gesetzespaket, Sie haben es heute noch mal skizziert, vielen Dank dafür, vorgelegt hat, wie wir gegen die sexualisierte Gewalt vorgehen, gegen Kinder. Und darüber hinaus wollen wir auch gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. Wir wollen die Geldwäschemöglichkeiten verschärfen und noch vieles mehr. Und auch mit dem Gesetz gegen Hasskriminalität haben wir dafür gesorgt, dass es zukünftig bei strafbarem Hass und Hetze im Netz schneller und häufiger zu Strafverfahren kommen wird. Auch das ein ganz wichtiges Signal gegen Hass und Hetze im Netz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber damit diese Gesetze dann auch tatsächlich wirken und durchgesetzt werden, und damit komme ich auch hier zum Haushalt, ist es natürlich erforderlich, dass bei den Behörden und bei den Gerichten, insbesondere bei Justiz und Polizei, genügend Personal vorhanden ist. Denn die besten Gesetze, die schärfsten Gesetze bringen ja nichts, wenn wir keine Beamten haben, die das dann umsetzen. Und deswegen ist es gut, dass wir hier vorbildlich für die Bundesgerichte und viele Behörden vorangehen und eine ordentliche Personalausstattung schaffen, zum Teil auch wirklich sinnvoll erhöhen. Da sind wir übrigens Vorbild für die Länder. Wir haben ja einen Pakt für den Rechtsstaat abgeschlossen und da werden wir ganz genau hinschauen zum Jahreswechsel, wie viel tatsächlich in den Ländern an neuen Stellen für Richter, für Staatsanwälte und für das Folgepersonal geschaffen wurde. Wir erwarten, dass diese 220 Millionen, die wir hier im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt haben, von den Ländern abgerufen werden, dass ohne Tricksereien auch tatsächlich 2000 neue Stellen geschaffen werden für Richter, Staatsanwälte, damit wirklich unsere Gesetze auch tatsächlich umgesetzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da werden wir insbesondere bei den Ländern hinschauen, die immer wieder im Bundesrat gerne massive Strafverschärfungen fordern. Da werden wir genau hinschauen, ob diese Länder dann auch bereit sind, den zweiten Schritt zu gehen, um für die Umsetzung unserer Gesetze auch das genügend Personal zur Verfügung zu stellen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wegen der großen Bedrohungslage ist die Bekämpfung des Rechtsextremismus wirklich eine ganz wichtige Maßnahme für uns. Und das kann dann nicht nur bei Gesetzen bleiben, sondern hier als Haushaltsgesetzgeber haben wir die Möglichkeit, wichtige Einrichtungen zu fördern. Und das tun wir auch, etwa HateAid oder die Amadeo-Antonio-Stiftung fördern wir hier. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass wir mit einer 500.000 Euro im Haushalt die Opfer des Oktoberfest-Attentates 30 Jahre nach diesem brutalen, schrecklichen, rechtsextremen Attentat entschädigen wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, dass wir die Opfer rechtsextremer Attacken nicht alleine lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch im Mietrecht haben wir natürlich einiges vor. Ich habe mich sehr gefreut, wie Ministerin Lamprecht heute die, ich nenne es mal Privatmeinung von Herrn Seehofer, mit einer klaren Ansage gekontert ist. Wir haben ja eine klare Vereinbarung, was das Umwandlungsverbot und die Hürden angeht. Kollege Lutschak, ich kann es Ihnen zukommen lassen. Da haben wir uns darauf geeinigt. Dieses Wort steht. Und Frau Bayram, Ihre Kritik kann ich da nicht so ganz verstehen. Damit komme ich dann auch zum Schluss. Es war die grün-schwarze Landesregierung, die erst Herrn Seehofer durch die Stellungnahme der Wirtschaftsministerin der grün-schwarzen Regierung ermuntert hat zu dieser Streichung. Da sollten Sie mal vor Ihrer eigenen Haustür kehren. Wenn Ihnen dieses Thema tatsächlich wichtig gewesen wäre, hätte der grüne Ministerpräsident hier ein Machtwort gesprochen, hätte eingeschritten. Das ist genau die gleiche Scheinheiligkeit, die Sie an den Tag legen, wenn es um die Mietpreisbremse geht. Hier, lieber Chris Kühn, verprügeln Sie uns, und Ihr Parteivorsitzender Habeck hat Sie in Schleswig-Holstein abgeschafft. Das war noch zu sagen. Vielen Dank. Johannes Fechner war das, Sprecher für Recht und Verbraucherschutz in der SPD-Fraktion in der Debatte über den Etat des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Und da redet jetzt Hans-Jürgen Thies aus der Unionsfraktion und auch er ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rechtspolitik der letzten 6 Monate war in erster Linie davon geprägt, die vielfältigen Herausforderungen der Corona-Krise zu bewältigen. Dabei war zur akuten Krisenbewältigung unter anderem die Aussetzung relevanter Fristen, aber sogar Eingriffe in die Vertragsfreiheit notwendig. Dies alles haben wir gemacht, um gewachsene Strukturen zu erhalten und um soziale Verwerfungen zu verhindern. Der Bundesjustizministerin und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Hauses möchte ich ausdrücklich dafür danken, dass uns Abgeordneten im Krisenmodus mit brauchbaren Formulierungs- und Entscheidungsvorschlägen zeitnah zugearbeitet wurde. Im Ergebnis, denke ich, haben wir auch in der Rechtspolitik in den letzten Monaten vieles richtig gemacht.
In der heutigen Haushaltsdebatte gilt es allerdings, den Blick nach vorne zu richten. Der von der Bundesregierung vorgelegte Haushaltsentwurf 2021 sieht ein Haushaltsausgabenvolumen von 952 Millionen Euro für den Einzelplan 07 vor. Immerhin enthält der Entwurf einen Aufwuchs von 3,5%. Allein im Bereich des BMJV soll eine Ausgabensteigerung um 10% erfolgen. Auffällig ist ferner, dass für den Bereich des Verbraucherschutzes nur ein Ausgabenvolumen von 41 Millionen Euro vorgesehen ist. Dabei soll der Zuschuss für die Stiftung Warentest um 10% gekürzt werden und der Zuschuss für die Verbraucherzentrale auf Bundesebene um 2,5%. Diese Kürzungen, aber auch die Ausgabensteigerungen beim BMJV sollten meines Erachtens in den weiteren Haushaltsberatungen noch einmal kritisch auch hinterfragt werden. Aus dem Bereich meiner Berichterstattung möchte ich zwei Vorhaben kurz ansprechen, bei denen ich mir nunmehr ein zügiges Handeln des BMJV wünsche. Als erstes möchte ich auf die längst überfällige Änderung des Justizkosten- und Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes hinweisen. Dieses Gesetz soll und muss zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Mir ist völlig klar, dass es hier langwierige und schwierige Verhandlungen mit dem Bundesrat und den Bundesländern gegeben hat. Die sind ja aber bekanntlich jetzt abgeschlossen. Unabhängige Rechtsanwälte sind ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Rechtspflege. Sie sind elementar für unseren Rechtsstaat. Der einfache Zugang zum Recht ist die notwendige Voraussetzung für einen effektiven Rechtsschutz aller Bürger. Dazu gehört auch eine ausreichende Anzahl von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, und zwar nicht nur in den großen städtischen Ballungsräumen, sondern auch und gerade in der Fläche, also in den ländlichen Regionen. Auch der Einzelanwalt oder die Anwälte in kleineren und mittleren Kanzleien erfüllen somit wichtige Aufgaben beim Zugang zum Recht. Dort sind aber angemessene Vergütungsvereinbarungen, insbesondere mit Naturalparteien, nicht immer durchsetzbar. Umso wichtiger sind hier auskömmliche gesetzliche Vergütungssätze. Die Kosten des Kanzleibetriebs sind seit der letzten Gebührenanpassung im Jahr 2013 gerade bei Personal- und Mietkosten um rund 20% gestiegen. Diese Kostensteigerungen werden durch die angedachte lineare Erhöhung um 10% und um geringfügige strukturelle Verbesserungen nur teilweise kompensiert. Meine Bitte an die Bundesregierung lautet daher: Lassen Sie die deutsche Anwaltschaft nicht im Regen stehen. Sie ist für das Funktionieren unseres Rechtsstaats absolut systemrelevant. Abschließend möchte ich noch dringend an die erforderliche Reform des Stiftungsrechts erinnern. Das aktuelle Stiftungsrecht ist durch ein Nebeneinander von Landes- und Bundesrecht gekennzeichnet. Entsprechend den Vorschlägen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist eine Vereinheitlichung des Stiftungsrechts mit abschließenden Regelungen im BGB sinnvoll. Dazu sollte auch ein einheitliches Stiftungsregister gehören. Mehr als 23.000 Stiftungen des Privatrechts in Deutschland benötigen ein klar strukturiertes Regelwerk, mit dem sie rechtssicher umgehen können. Millionen von Menschen sind in Deutschland freiwillig und im Ehrenamt für das Gemeinwohl aktiv, viele davon in gemeinnützigen Stiftungen. Dieses Engagement muss der Bundesgesetzgeber durch ein modernes Stiftungsrecht unterstützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem im Koalitionsvertrag angelegten Pakt für den Rechtsstaat müssen wir weiterentwickeln. Ich bitte Sie daran, mit konstruktiven Vorschlägen mitzuwirken. In diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Haushaltsberatungen. Vielen Dank. Hans-Jürgen Thies war das aus der Unionsfraktion und ihm wird jetzt folgen Katharina Willkommen aus der FDP-Fraktion und da ist sie verbraucherschutzpolitische Sprecherin.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei Justiz und Verbraucherschutz will die Regierung 952 Millionen ausgeben. Die Belastung des Einzelplans soll netto um 22 Millionen steigen. Ist das jetzt viel oder wenig? Es kommt darauf an, was man daraus macht. Mit 22 Millionen Euro könnten die Grünen 150 Tests für bunte Farbkreise auf der Bergmannstraße in Kreuzberg durchführen, bevor der Regen sie wegspült. SPD und Linke würden damit in der Karl-Marx-Allee 366 Mal Geld für Wohnungen ausgeben. Und das ohne eine einzige neue hinzukommt. Und Anti-Verbraucherminister Scheuer könnte man 195.000 Falschsignale zur Markierung von Gefahrenstellen ins Ministerium stellen. Wahlweise mit dem Aufdruck Panne, Spur blockiert oder Rohrbruch. Bekommt der Steuerzahler für 22 Millionen Euro mehr gerade mal ein paar Witze? Nein, der Steuerzahler, Rechtssuchende und Verbraucher erwarten, dass die Bundesregierung mit jedem einzelnen Euro sorgsam umgeht. Dass sie Geld investiert in bessere Voraussetzungen für neues Wachstum und Wohlstand, für Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit. Und dass sie im Zweifel eher spart und damit für die nächste Generation noch was im Bügel ist. Forschung, Information, Innovation. Was steckt hinter diesen Schlagwörtern im BMJV-Haushalt? Außer dem Budget der Verbraucherzentrale und der Stiftung Warentest. Frau Lamprecht, was sind das für Projekte zu Corporate Digital Responsibility, für die Sie den Etat gleich verdoppeln? Warum steckt das Justizministerium deutsches Steuergeld in ein Institut für strategischen Dialog mit Sitz in London und Karl Theodor zu Gutenberg im Vorstand? Wie Ihre finanziellen Prioritäten, so Ihr rechtlicher Gestaltungsanspruch. An mit Legal Needs oder Rechtsbedarfsstudio, haben wir schon eben gehört. Wenn das Geld immer knapper wird, was läge näher, als zu prüfen, wie die Mittel besser eingesetzt werden könnten? Für effizienten Rechtsschutz und Vertrauen in den Rechtsstaat. Aber da kommt von Ihnen nichts. Der kollektive Rechtsschutz ist ein großes Verbraucherschutzthema. Neulich hatten wir eine Anhörung zum CAPMUG. Die Experten sagen, digitalisieren Sie das Gesetz, beschleunigen Sie die Verfahren. Und was macht die GroKo? Sie wird das Gesetz um 3 Jahre verlängern, unberührt und ungerührt. Zur Mietendeckel. Der Wohnungsmarkt ist ein Riesenproblem für viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber die Justizministerin bremst jeden Anreiz, zusätzliche Mietwohnungen anzubieten. In Berlin beschließt Rot-Rot-Grün einen Mietendeckel, der Verfassungsrechte des Bundes verletzt. Und das Thema für die Verfassungsministerin. Nö, antwortet Frau Lamprecht. Also zum Mietendeckel sage ich nichts, das ist ja Landesgesetz. Meine Damen und Herren, das ist keine Politik für die Zukunft. Finanziell und rechtsgestaltend, das ist zu wenig. Vielen Dank. Katharina Willkommen für die FDP-Fraktion. Und sie war die drittletzte Rednerin in dieser Aussprache, in dieser ersten Lesung des Etats, des Haushaltsplans für das Justizministerium. Alexander Hoffmann aus der CSU-Landesgruppe und Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, eine Haushaltsdebatte ist immer auch ein guter Zeitpunkt für eine Standortbestimmung. Kurz vor Beginn des letzten Jahres dieser Legislaturperiode ist es, glaube ich, gut, dass wir auch noch mal fokussieren, was wollen wir denn noch anpacken. Und ich möchte meine Redezeit vor allem einem Thema nutzen, das uns im Sommer durchaus, glaube ich, alle emotional aufgewühlt hat. Es sind die Missbrauchsfälle in Münster gewesen, auch Missbrauchsfälle wie in Bergisch Gladbach. Und was mich bis heute nicht loslässt, ist ein Satz, der damals ins Land ging. Er ist gesagt worden von dem in Münster ermittelnden Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Herr Präsident, ich zitiere, er hat nämlich gesagt, selbst die erfahrensten Kriminalbeamten sind an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen und weit darüber hinaus. Das hat er gesagt zu dem, was dort an Bildern, was dort an Ereignissen zutage gefördert wurde. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, mal den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Danke zu sagen, die in diesem Bereich ihre Tätigkeit vollziehen, die jeden Tag mit Ereignissen
und mit Bildern zu tun haben, die sie unter Umständen ein ganzes Leben nicht loslassen. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott. Was wir aber bei der analytischen Betrachtung der Ereignisse in Münster feststellen müssen, ist, dass es sich eigentlich dort um das Paradebeispiel der Herausforderung handelt, wie wir sie heute im Bereich der Bekämpfung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch vor Augen haben. Festgestellt wurde eine professionelle IT-Ausstattung, Speichervolumen von bis zu 500 Terabyte. Nur mal zur Information, auf einem Terabyte kann man zwischen 250 und 2 Millionen Bilder abspeichern. Und Fachleute sagen, dass das Material, das dort vorgefunden worden ist, dass das je nach Endgerät 30 Jahre dauern würde, 30 Jahre für einen einzelnen Beamten, das alles zu sichten. Hundertfacher Missbrauch, minutiös verabredet und geplant und millionenfach in Sekundenschnelle ins Netz gestellt und damit um die Welt gegangen. Und wir merken, dass die digitale Welt eine ganz neue Dimension an Sexualstraftaten und eine ganz neue Dimension an Unrechtsgehalt möglich macht. Wenn Sie in die 80er, in die 90er Jahre zurückgehen, dann wurde Kinderpornografie gehandelt mit Booklets, 10 bis 20 Bilder und alles fand statt in der analogen Welt. Kontaktaufnahme in der analogen Welt, Verabredung mit anderen in der analogen Welt, Übergabe von Datenträgern in der analogen Welt. Alles immer verbunden mit dem Risiko der Entdeckung. Und heute nutzen die Täter die Anonymität im Netz schon, um mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. Sie können sich verabreden im Schutz des Netzes und dann eben millionenfache Verbreitung im Netz nie wieder zurückholbar. Darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Und wir merken, Frau Ministerin, der Rechtsstaat, der muss mit der Zeit gehen. Wir haben Straftatbestände, gerade im Bereich der sexuellen Gewalt gegen Kinder, die eigentlich Unrechtsgehalt vor allem in der analogen Welt abbilden. Und deshalb brauchen wir, und da sind wir uns einig, Verschärfungen, die eben auch den Unrechtsgehalt, das Unrechtspotenzial abbilden können, die Sie heute in solchen Fällen wie in Münster tatsächlich erleben. Und da gestatten Sie mir schon den Hinweis, empfinden wir von der Union und auch wir von der CSU Ihren vorgelegten Referentenentwurf als zu zaghaft. Es hat letzte Woche eine Ressortabstimmung gegeben mit dem Bundesinnenministerium und ich bin dem Bundesinnenminister aus Seehofer sehr dankbar, dass da verschiedene Vorschläge zur Verschärfung noch weiter unterbreitet wurden. Ein ganz bunter Strauß und fast alle wurden von Ihrem Haus und von Ihnen abgelehnt. Wir haben jetzt gestern fand ein Gespräch statt, festgestellt, dass Bewegung reinkommt und ich will mal mehrere Themenfelder rausgreifen. Das eine ist der Bereich Kindersexpuppen in Deutschland. Sie haben gestern, Frau Ministerin, glücklicherweise angekündigt, dass Sie sich dort eine Bewegung vorstellen können. Aber meine Damen, meine Herren, nein, ist es eben nicht. Das ist genau die Reaktion Ihres Hauses. Meine Damen, meine Herren, Sie können im Moment in Deutschland Kindersexpuppen legal bestellen und besitzen, ohne dass sich daran eine strafrechtliche Sanktion knüpft. Die Behauptung Ihres Hauses würde 184b fallen, ist letztendlich nicht richtig, weil wenn die Puppe angezogen ist, sehen Sie eben keinerlei kinderpornografische Bestandteile. So, und das ist das große Problem. Und da wünschen wir uns von Ihnen mehr Aufgeschlossenheit. Ich glaube, es ist auch ein gesellschaftspolitisches Signal, das hier aus diesem Haus gehen muss, dass wir so etwas in unserem Land nicht wollen. Nicht umsonst gibt es ein Verbot in Dänemark, es gibt ein Verbot in Australien und eine Bundesratsinitiative von Nordrhein-Westfalen. Und meine Damen, meine Herren, noch zwei Themenfelder. Ich glaube schon, dass die lebenslange Speicherung im Bundeszentralregister richtig ist. Wenn man sich mit dem Phänomen beschäftigt, dann muss man wissen, dass Pädophilie Wiederholungsgefahr hat, weil das ein Gendefekt beim Täter ist. Wenn das aber so ist, Frau Ministerin, spricht sehr viel dafür, dass solche Täter nie wieder in ihrem ganzen Leben mit Kindern zu tun haben sollten, als Betreuer, als Übungsleiter und dergleichen. Und das ist keine Stigmatisierung, sondern es ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Und, Frau Ministerin, das Innenministerium hat auch das Thema lebenslange Freiheitsstrafe für besonders schwere Fälle des sexuellen Missbrauchs ins Gespräch gebracht. Wenn wir uns den Fall in Münster anschauen, dann haben wir eben nicht nur Unrechtsgehalt auf der einen Ebene, nämlich in der analogen Welt, mit dem sexuellen Übergriff an sich,
sondern sie haben eine ganz neue Dimension des Unrechts in dem Moment, wo solche Bilder und Filme aufgezeichnet werden, wo sie millionenfach um die Welt gehen und wo das Opfer sein ganzes Leben lang unter diesen Bildern und unter diesen Eindrücken leidet. Wir werden da Opfer haben, die sich unter Umständen wünschen, lieber tot zu sein, als ein solches Leben weiterzuführen. Und ich glaube, vom Unrechtsgehalt braucht der Rechtsstaat dafür eine Antwort. Und deswegen bitte ich Sie, lassen Sie auch diese Diskussion, wie sie vom Innenministerium angestoßen worden ist, um die lebenslange Freiheitsstrafe in besonders schweren Fällen, lassen Sie diese bitte zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann aus der Unionsfraktion hat noch einmal einen ganz besonders schweren und schwierigen Bereich angesprochen, nämlich der sexuelle Missbrauch an Kindern und Jugendlichen und vor allem die Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen durch die Verbreitung von Fotos und Filmen. Letzter Redner in der Debatte ist Markus Uhl. Kolleginnen und Kollegen, heute vor einem Jahr hier in dieser Haushaltsdebatte waren wir in Erwartung des siebten ausgeglichenen Haushalts in Folge, zum siebten Mal die schwarze Null. Und dann kam alles anders. Bedingt durch die Corona-Pandemie eine Rekordneuverschuldung. Das Geld, das wir in die Hand nehmen, ist gut angelegt. Wir stärken das Gesundheitssystem, wir mildern die wirtschaftlichen und die sozialen Folgen dieser Pandemie und wir stellen Deutschland zukunftsfähig auf. Und das können wir nur, weil wir eben in der Vergangenheit gut und solide gewirtschaftet haben. Aber es gilt jetzt auch eben, die Generationengerechtigkeit zu wahren, finanziell nachhaltig zu sein, die Schulden wieder zurückzufahren und möglichst schnell zurückzukommen zur schwarzen Null. Das ist eben unsere Verantwortung für unsere Kinder und Enkel. Meine Damen und Herren, der Haushalt des Bundesministeriums für Justiz und für Verbraucherschutz ist traditionell der kleinste Ressort-Einzelplan. Das haben wir heute schon mehrfach gehört. Ich will aber an dieser Stelle auch betonen, dass dieser Ressort-Einzelplan hohe Einnahmen erzielt, eben durch das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundesamt für Justiz, nämlich in Höhe von 624 Millionen Euro, damit die höchste sogenannte Deckungsquote eines Ressort-Einzelplans. Und er ist im Wesentlichen ein Verwaltungshaushalt. Mehr als 80% der Ausgaben sind gebunden an Personal- und Sachausgaben. Diese Ausgaben sind daher kaum steuerbar. Sie sind verfassungsrechtlich begründet durch den Justizgewährungsanspruch und durch die Strafverfolgungspflicht des Generalbundesanwalts. Und das sind Wesensmerkmale, ganz wichtige Wesensmerkmale eben unseres Rechtsstaates. Und wir haben unseren Rechtsstaat in den vergangenen Jahren zum Beispiel mit dem Pakt für den Rechtsstaat gestärkt. Und wir stärken ihn mit diesem Haushaltsentwurf auch weiter. Und dabei kann man festhalten, dieser Rechtsstaat funktioniert. Und er funktioniert auch in Zeiten einer weltweiten Pandemie. Und das liegt zum einen an den zügig beschlossenen gesetzlichen Änderungen, die wir hier in diesem Hohen Hause auf den Weg gebracht haben. Aber das liegt zum anderen auch an all denjenigen, die in und für diesen Rechtsstaat arbeiten. An den Richtern, den Staatsanwältern, den Rechtspflegern und den Bediensteten im Strafvollzug. Und deshalb an dieser Stelle auch an all diejenigen ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz. Und weil wir heute den 1. Oktober haben, uns auch niemand leider bisher in dieser Debatte angesprochen hat, will ich auch einen herzlichen Glückwunsch ausrichten. Heute auf den Tag genau wird nämlich eines unserer obersten Bundesgerichte 70 Jahre alt. Der Bundesgerichtshof wurde am 1. Oktober 1950 gegründet. Wir stärken ihn auch in diesem Haushalt personell weiter. Und daher herzlichen Glückwunsch an die Richterinnen und Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe und in Leipzig. Und meine Damen und Herren, ich möchte ein Beispiel anfügen, wie die Herausforderungen der Corona-Pandemie im Bereich der Justiz sozusagen Beschleuniger waren für die Digitalisierung. Gerade vorgestern gab es bei mir in der Heimat am Landgericht in Saarbrücken vor der 7. Zivilkammer eine Verhandlung. Und Gegenstand war ein Markenrechtsstreit, in dem es um die Berechtigung einer Internetdomain ging. Und die Parteien hatten ihren Sitz in Frankreich, in Malta und in Deutschland. Zwei Parteien waren in dem Termin vor Ort durch ihre Rechtsanwälte vertreten, aber die dritte Partei durch einen Rechtsanwalt wurde von Berlin, von hierher zugeschaltet und die eigentlichen Parteien wurden aus Frankreich und aus Malta per Video hinzugeschaltet.
Diese Verhandlung konnte dank des Einsatzes von Videokonferenztechnik viel schneller zustande kommen und vor allen Dingen auch zu viel geringeren Kosten. Und es gibt unzählige Beispiele, meine Damen und Herren, auch von anderen Orten, wo dank des Einsatzes von Videokonferenztechnik gerade bei Verfahren mit ausländischen Beteiligten oder mit vielen Sachverständigen mit langen Anfahrtswegen in der Pandemie die Verfahrensdauern sogar kürzer als sonst üblich waren. Und das Ganze geht zurück auf den § 128a Absatz 1 der ZPO. Den gibt es bereits seit 18 Jahren, aber so richtig zur Anwendung gekommen ist er, glaube ich, jetzt, erst jetzt. Und Frau Ministerin, ich glaube, an der Stelle geht noch mehr. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Chancen der Digitalisierung auch wirklich zu nutzen, sodass sie zum Vorteil aller Beteiligter ist. Ich sage nur Güteverhandlungen, die Anwesenheit der Beisitzer vor Ort im Gerichtssaal und freiwillige Gerichtsbarkeit. Lassen Sie uns da gemeinsam genau hinschauen, was noch geht und welche Anpassungen möglich sind. Meine Damen und Herren, schnelle Verfahren stärken das Vertrauen in den Rechtsstaat und führen zu einer Entlastung der Justiz und letztlich zu größerer Rechtssicherheit und größerer Akzeptanz. Und was für den Bund im Gesamten gilt, gilt auch im Speziellen für diesen Einzelplan 07. Einerseits die Folgen der Pandemie mildern, andererseits unser Land stark für die Zukunft ausstellen. Und daher ist es gut und richtig, dass im Zuge des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes eben auch mehr als 12,6 Millionen Euro in diesem Jahr für die weitere Digitalisierung der obersten Bundesgerichte zur Verfügung stehen. Stark aufstellen für die Zukunft heißt aber auch, die Innovationskraft Deutschlands auszubauen und zu schützen. Und dazu gilt gerade auch in schwierigen Zeiten der Schutz des geistigen Eigentums. Und deshalb war es in den vergangenen Jahren gerade meiner Fraktion der CDU-CSU ein besonderes Anliegen, im parlamentarischen Verfahren das Deutsche Patent- und Markenamt personell zu stärken. Und daher freue ich mich, dass dieses Jahr im Regierungsentwurf 141 zusätzliche Stellen für das Patent- und Markenamt vorgesehen sind. Dadurch senken wir weiter die Bearbeitungsdauer bei Patentprüfungen und wir stärken den Innovationsschutz unserer Wirtschaft. Zum Schluss, meine Damen und Herren, glaube ich, der vorgelegte Regierungsentwurf bildet die richtigen Schwerpunkte ab. An der einen oder anderen Stelle müssen wir noch drehen. Das werden wir im Zuge der parlamentarischen Beratung auch tun. Darauf freue ich mich. Herzlichen Dank. Markus Uhl war das nochmal aus der Unionsfraktion. Er war der letzte Redner in der ersten Beratung des Etats für das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Dieser Entwurf aus der Bundesregierung wandert jetzt in den Haushaltsausschuss, wird sicher die eine und andere Veränderung da nochmal erfahren. Die Kernprobleme sind hier hinreichend und auch sehr unterschiedlich diskutiert worden. Und dann gibt es ja auch noch einige aktuelle Baustellen im Zusammenhang mit dem Justizministerium.